Hallo liebe User von motorsportmagazin.com, herzlich willkommen in unserer Grazer Redaktion. Wir melden uns zurück aus der Winterpause. Die Saison hat eigentlich noch gar nicht begonnen, geht jetzt mit den ersten Testfahrten einigermaßen los. Wir reden von der Saison 2020. Die großen Schlagzeilen in diesen Tagen macht aber schon die Saison 2021 und 2022. Und da genauer gesagt Yamaha, denn da sind alle Würfel schon gefallen für die 2 Jahre nach dieser Saison. Ging Schlag auf Schlag innerhalb von 3 Tagen. Kamen die Pressemitteilungen reingeflattert bei uns. Zuerst die Vertragsverlängerung für Mary Quinales, eben 2 Jahre, 2021, 2022. Dann kam die Pressemitteilung, Fabio Quartararo wird der Teamkollege von Mary Quinales, fährt diese Saison jetzt noch bei Petronas Yamaha, dann der Aufstieg ins Werksteam für 2 Jahre. Kurz darauf kam die Pressemitteilung, dass Yamaha und Valentino Rossi sich noch ein bisschen Zeit geben werden, um die Entscheidung über ihre gemeinsame Zukunft zu treffen. Und dann am Tag darauf noch das große Finale. Jorge Lorenzo kehrt zurück in die MotoGP, kehrt zurück zu Yamaha als Testfahrer. Ja, da haben wir uns mal ordentlich Arbeit gegeben von Yamaha-Seite. Und wir versuchen jetzt mal ein bisschen das Ganze aufzuarbeiten, jetzt diese ganze Thematik. Die Verlängerung von Mary Quinales war jetzt keine allzu große Überraschung, aber natürlich das große Thema, mit dem so nicht unbedingt zu rechnen war, dass man Valentino Rossi wirklich vorzeitig abschiebt quasi und Fabio Quartararo da reinnimmt. Wie hast du den Wechsel gesehen? Naja, der Wechsel hat natürlich bei diesen Rossi Ultras relativ viel Unverständnis hervorgerufen. Das hat man in den sozialen Medien, glaube ich, recht gut gesehen. Ich verstehe es von Yamaha-Seite, muss ich sagen, verstehe ich es allerdings schon. Denn die Vinales-Verlängerung ist so quasi die sichere Karte. Der ist jetzt 3 Jahre dort, fährt sein 4. Jahr dort, hat jedes Jahr ein Rennen gewonnen dort. Und ist ein guter 1B-Fahrer, sage ich jetzt mal. Ob der tatsächlich ein Titel-Contender ist, ist aufgrund seiner Psyche und so immer so ein bisschen die Frage. Aber man musste sich in erster Linie natürlich Fabio Quartararo auch sichern, denn Ducati hat ja da gar keinen Hehl daraus gemacht, dass der angebaggert wird. Der hat jetzt seine Rookie-Saison bestritten für ein Privatteam. Dort verdient er überhaupt nicht viel. Vor allem, wenn man sich in Erinnerung ruft, er hatte, bevor er in die MotoGP aufgestiegen ist, nur ein Rennen überhaupt dort gewonnen gehabt. Das heißt, der ist wahrscheinlich ziemlich billig für Petronas dort gekommen, hat dafür super performt, ist eigentlich in der zweiten Saisonhälfte ja zu, naja, wahrscheinlich dem zukünftigen Herausforderer von Marquez irgendwie aufgestiegen. Da ist Yamaha mit seinen Ambitionen, Honda wieder die Titel alle abzujagen, natürlich sehr gut beraten, den an sich zu binden. Rossi wiederum hat natürlich immer gesagt, ja, er möchte sich erst nach einigen Rennen entscheiden. Mugello ist da immer so im Raum gestanden, wäre ja auch naheliegend dort vor 120.000 Fans am Sonntag irgendwie zu sagen, ja, nächstes Jahr komme ich hier nicht wieder oder ja, ihr seht mich noch 2 Jahre, 3 Jahre, keine Ahnung wie lange. Aber ja, man hat diese Zeit nicht. Wir haben schon vor 2 Jahren gesehen, die Transfermarkt, als auch damals alle Verträge ausliefen, da waren schon alle hyper nervös. Es war, glaube ich, 2 Drittel der Verträge wurden dann bis zum 2. Saisonrennen schon wieder abgeschlossen. Und man hat einfach die Zeit nicht, dass man den Quartararo da irgendwie hinhält, sondern man weiß ja nicht, wie der parallel vielleicht mit Ducati verhandelt, ob der nicht dann schon Vorverträge unterschreibt oder unter der Hand, dann auch vielleicht Yamaha hinhält und am Ende sagt der Rossi vielleicht, na, ich fahre nicht und Quartararo hat woanders unterschrieben, ja, was macht man dann? Das ist, also aus Yamaha-Sicht verstehe ich das schon. Also ich bin da voll bei dir, vor allem aus einer sportlichen Yamaha-Sicht war dieser Wechsel Rossi raus, Quartararo rein eigentlich die einzig sinnvolle Möglichkeit zu dem Zeitpunkt. Wie du sagst, die Konkurrenz war an Fabio Quartararo dran, Ducati vor allem sehr konkret schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fabio Quartararo, vor allem wenn er jetzt noch eine richtig starke Saison fährt, dass er dann noch ein 3. Jahr in einem Kundenteam fährt. Würde mich sehr wundern, wer unter seinen Verhältnissen, muss man sagen. Aber hat es ja so in der Form, glaube ich, in der modernen MotoGP auch eben noch nie gegeben. Und wenn dann Yamaha sagt, wir können dir den Werksplatz nicht bieten, dann wird er sagen, na gut, dann danke für nichts und ciao. Ja. Also von dem her, Valentino Rossi in allen Ehren, also über seine Erfolge und seine Qualitäten braucht man nicht zu sprechen. Aber in den letzten Jahren, vor allem in der letzten Saison, ist halt relativ wenig gekommen von ihm. Natürlich ist er immer noch ein super Werbeträger, das ist klar. Nur wenn man sich quasi durch diesen Werbeträger, den man in der aktuellen Situation hat, quasi für die nächsten Jahre blockiert und lähmt, ist es aus einer langfristigen Unternehmenssicht, bringt es einem ja auch nichts. Also ich glaube, dass man da bei Yamaha schon das große Ganze jetzt gesehen hat, die langfristige Perspektive gesehen hat und die kann eben nur
Fabio Quartararo, Mary Queen, alles heißen. Und da hat Valentino Rossi eben einfach keinen Platz mehr da drinnen, muss man sagen. Yamaha hat ja mit Rossi gesprochen, Rossis Best Buddy. Uccio hat ja der spanischen Marca ein Interview gegeben, gesagt, Yamaha hat ja, natürlich haben die das alles mit uns abgeklärt. Also es ist nicht so, dass Rossi jetzt irgendwie aus der Presse davon erfahren hätte, dass er nicht weiter für Yamaha fahrt nach Ende, fürs Werksteam fahrt nach Ende dieser Saison. Aber der hat auch eben auch klar artikuliert, Yamaha hatte nicht die Zeit, diese Rennen zu warten, das abzuwarten. Andererseits kann Rossi jetzt natürlich auch nicht sagen, na gut, ich fahre überhaupt nicht mehr, weil neuer Crewchief, vielleicht geht Yamaha besser, vielleicht gewinnt er von den ersten 5 Rennen 3 und hat weiterhin Bock, was weiß man. Es ist unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, aber nicht ausgeschlossen. Deswegen kann man auch den sich jetzt nicht zum vorzeitigen Karriereende so drängen, denn darüber wird sicherlich nur er entscheiden. Absolut, die Entscheidung steht ihm ja offen, das wurde auch in dieser Pressemitteilung wirklich klargestellt von Yamaha. Wenn Valentino Rossi Lust hat, auch 2021 weiterzufahren, dann wird er von Yamaha eine Maschine in Werksspezifikation bekommen, wird volle Werksunterstützung erhalten, das dann aller Voraussicht nach im Petronas Yamaha-Team. Das wäre die Möglichkeit, das ermöglicht man ihm quasi, wenn er sich dazu entschließen würde. Ob es dazu kommt, ist natürlich Frage. Ich werde eine reine Entscheidung von ihm selbst sein. Und an dieser Stelle fragen wir vielleicht mal unseren Riding-Coach, unseren Mental-Coach, unseren Tausendsasser Horst Gref, der sich da sehr gut reindenken kann in die Piloten. Horst, was traust du Valentino Rossi jetzt nach dieser Entscheidung, nach dem Rauswurf aus dem Werksteam noch zu? Und könntest du dir vielleicht auch vorstellen, dass wir ihn 2021 eben woanders sehen, nicht im Yamaha-Werksteam, vielleicht bei Petronas Yamaha? Lieber Michael, lieber Markus, liebe Motorsportmagazin.com-Zuschauer, es ist schwer zu sagen, was von Valentino Rossi zu erwarten ist in 2020. Ich weiß das selber nicht so ganz genau. Ich kann das nicht wirklich greifen. Rossi hatte ein paar schlechte Saisons in den letzten Jahren. Das heißt aber nicht, dass der keine Motivation hatte. Es hat einfach nicht sollen sein. Es hat auch ganz oft nicht funktioniert. Und ganz oft war auch ein bisschen Pech mit dabei. An Rennen, wo er möglicherweise um die Führung gekämpft hat oder ganz vorne dabei war, ist er dann unglücklich gestürzt. Ich persönlich würde Rossi nicht abschreiben. Ich würde den nie abschreiben, solange der fährt. Wenn es Yamaha schaffen sollte, sein Motorrad so zu entwickeln, dass es auch für seinen Fahrstil wieder passen sollte, dann halte ich den Rossi durchaus in der Lage, dass der wieder ganz, ganz vorne mitfährt. Nicht im Qualifying, sondern halt eben auch im Rennen. Eine unbekannte Komponente ist der neue Crew Chief, David Munoz. Ich bin mir nicht sicher, ob er neue Impulse geben kann. Wenn er neue Impulse geben kann, dann werden wir auch hier bei Rossi eine Steigerung sehen. Wer weiß, sind wir mal gespannt. Ich glaube, wenn Rossi dieses Jahr erfolgreich ist und ich traue ihm tatsächlich ein paar Siege zu, dann kann ich mir vorstellen, dass er Mitte der Saison oder vielleicht Ende der Saison, diese Zeit wird man Rossi sicher geben, sagen wird, hey, ich hänge noch mal eine Saison dran und fahre bei Petronas, denn ich bin immer noch eine Gefahr für alle anderen Teilnehmer. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sein Ehrgeiz groß genug ist, dass er sagt, selbst bei Petronas möchte ich es euch allen zeigen. Er wird natürlich vollen Werkssupport bekommen, er wird komplett unterstützt werden von Yamaha. Ich denke, der wird sogar einen Teil seiner Mechaniker mitnehmen können. Also der wird seine gewohnte Crew vermutlich auch bei Petronas haben können. Das wird er vermutlich auch einfordern, sein Crewchief wird möglicherweise mitgehen. Also so viel Umstellung ist das nicht von dem Werksteam dann zu Petronas. Es wird um ihn herum gleich sein mit den Leuten, mit den Teilen. Er muss halt in eine andere Box. Ich kann mir vorstellen, wenn er wirklich den einen oder anderen Sieg schaffen sollte in diesem Jahr und weit vorne abschließt, dann wird er bei Petronas fahren. Wenn er das nicht schaffen sollte, also wenn er tatsächlich weiter 5, 6, 7 oder 8 Plätze nach Hause fährt, dann wird er von sich aus zurücktreten. Die Bühne dafür ist vorbereitet und er wird auch sein Gesicht dadurch nicht verlieren. Sind wir gespannt. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Okay, so sieht es also auch Horst. Und was sagt der Höller dazu? Valentino Rossi 2021 auf einem Kundenmotorrad. Kann man sich das vorstellen? Naja, also diese Ansage von Yamaha ist ja schon ein großes Zugeständnis, dass sie Valentino Rossi dort supporten würden in einem Kundenteam. Vor allem, da Kundenteams von Yamaha ja immer in der Vergangenheit
zahlende Kunden waren. Also sowohl Morbidelli als auch Quartararo bekommen ihr Geld nicht von Yamaha, die bekommen das von Petronas. Petronas konnte sich im ersten Jahr auch nur eine Full Factory oder wollte sich leisten oder hat Yamaha die Kapazitäten nicht. Fabio Quartararo bekommt ja in diesem Jahr, so wie Morbidelli, eine Full Factory Spec. Die haben in der Presseaussendung, die da im November oder Dezember rausging, extra geschrieben, ja, weil sie jetzt die Mittel dafür aufgetrieben haben. Das heißt, das ist alles zu zahlen bei Yamaha. Da gibt es am Ende des Tages die große Rechnung, die muss man bezahlen. Für einen Valentino Rossi würden diese Mittel wahrscheinlich gesprengt werden. Also Herr W. Poncheral hat einmal gesagt, er muss schon vor Jahren, als er noch der Yamaha-Kunde war, er braucht pro Jahr 10 Millionen zum Betreiben seines MotoGP-Teams. Diese 10 Millionen kassiert ein Valentino Rossi mindestens allein schon als Gehalt von Yamaha für eine Saison. Das heißt, da müsste Yamaha also finanziell nachhelfen und dann natürlich auch einen Valentino Rossi kannst du dann nicht nur einen Yamaha-Techniker dann wahrscheinlich irgendwie daneben hinsetzen, sonst sagt dir ja der aus seinem eigenen Anspruch schon, Leute, ihr könnt mich mal. Das ist eine Überlegung, die ich auch hatte. Bei Petronas Yamaha finde ich, hat man jetzt in dieser einen Saison schon ein sehr gutes Team geformt, hat da sehr gute Techniker, alles beisammen im Endeffekt, und einen Valentino Rossi in das Team reinzunehmen, würde zwangsläufig bedeuten, dass Valentino Rossi große Teile seiner Crew mitnimmt. Das hat er immer gemacht. Das ging von Honda zu Ducati, von Honda zu Yamaha, zu Ducati, zu Yamaha zurück. Die Leute sind immer die gleichen geblieben, seine Mechaniker und dergleichen. Crewchief würde er dann wahrscheinlich auch mitnehmen. Wenn das nur für eine Saison ist oder für maximal zwei, ist es schon ein massiver Eingriff wieder in das Teamgefüge. Natürlich wäre das für das Privatsteam bei Petronas Yamaha unglaublich geil, einfach eine Valentino Rossi, die ultimative Legende im Team zu haben. Ob es langfristig was bringt, wage ich zu bezweifeln. Und ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, also ich persönlich kann mir Valentino Rossi in diesem Alter in einem Kundenteam nicht vorstellen. Natürlich, er hat immer gesagt, er hat Spaß am Motorradfahren. Spaß hat er im Endeffekt aber auch nur, wenn er erfolgreich unterwegs ist. Das hat man im letzten Jahr gesehen, in der Krise. Da war der eigentlich immer gut gelaunte Valentino Rossi schon auch mal ziemlich down. Ich denke, es geht ihm immer noch darum, aufs Podium zu fahren, Rennen zu gewinnen. Es ist im letzten Jahr im Werksteam kaum mehr gelungen, 2 Podien gleich zu Saisonbeginn. Dass es im Kundenteam besser wird, wage ich zu bezweifeln. Deswegen stelle ich mir ein bisschen die Frage, wo der Antrieb für Valentino Rossi sein sollte, dieses Abenteuer in dem hohen Alter nochmal zu wagen. Ja, man müssen sich also die nackten Zahlen anschauen. 16 Rennen in Folge jetzt ohne Podest, damit hat er egalisiert seine schlechteste Phase. Damals hat er auch zu Ducati-Zeiten, zwischen den zwei Ducati-Saisons waren auch zwischen den beiden Rennen in Le Mans mit Podestplatz dann 16 Rennen in Folge, wo er nicht am Podest war. Das heißt, sollte er in Katar jetzt auch nicht auf dem Podium stehen, ist das schon der neue Rekord. Er hat seit Assen 2017 kein Rennen mehr gewonnen. Er ist jetzt 3 Jahre gegen Maverick Vinales gefahren, davon ist er 2 Jahre hinter dem gelandet, obwohl schon Vinales jetzt nicht übermäßig irgendwie performt hat. Er war jetzt im vergangenen Jahr WM-Siebter so schlecht wie auch nur im ersten Ducati-Jahr, glaube ich, ersten Ducati-Jahr, und war die Nummer 3 Yamaha in dem, weil auch Quartararo vor ihm gelandet ist. Also diese ganze Kurve zeigt natürlich schon ganz klar nach unten, und sportlich ist es absolut nachvollziehbar, dass man da Quartararo raufzieht und Rossi so diese Hintertür offen lässt. Okay, du kannst weiterfahren. Du hast es in einem Kommentar auf motorsportmagazin.com ganz gut gesagt. Das ist auch so eine elegante Lösung für Yamaha, dass er quasi sein eigenes Karriereende verkünden darf, dabei aber nicht Yamaha den schwarzen Peter zuschieben kann, weil er eben selber dieses Angebot dann quasi ablehnen muss. Das ist ein bisschen politisches Spielchen natürlich, genau, auch wieder. Ich habe es im Kommentar erwähnt, es geht ja auch um eine gemeinsame Zukunft, auch wenn Valentino Rossi jetzt seine aktive Karriere beenden würde. Yamaha und Rossi sind stark verstrickt auf Business-Ebene. Valentino Rossi macht mit seinem VR46-Unternehmen Großteil vom Merchandising von Yamaha. Also da ist man verstrickt. Valentino Rossi wird eines Tages wahrscheinlich ein MotoGP-Team betreiben. Das kann im Endeffekt auch fast nur mit Yamaha passieren. Also von dem her werden sie sich da beide Seiten hüten, quasi da die Brücken einzureißen, nehme ich mal an. Einfach mal um vorzubauen, falls dieses Interesse mal bestehen sollte. Da muss ich kurz eingehen. Ich bin mir mittlerweile, ich weiß, es ist auch Traum aller Fans, ein VR46-Team in der MotoGP zu haben. Aber ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ob er sich das antut, tatsächlich mit einem von ihm geleiteten oder finanzierten, je nachdem, Privatteam
in der MotoGP das zu machen. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Yamaha ihn intern irgendwie im Werksteam so installiert, dass er im Werksteam für Yamaha sogar vielleicht irgendwie in operativer Tätigkeit das Ganze macht. Yamaha hätte dann sein Know-how, würde sein Know-how und sein Netzwerk behalten, und für ihn wäre es wahrscheinlich die, naja, bei weitem unstressigere Lösung, denn wir kennen die Privatteamchefs der MotoGP, wo das Handy in einer Tour läutet. Also das sind wahrscheinlich die hektischsten Persönlichkeiten, ja, diesem ganzen Paddock, so wie Cecchinello und Bancherall zum Beispiel immer wie aufgezogen rumrennen in diesem Paddock. Ich halte das mittlerweile für plausibler als wirklich dieses VR46 Kundenteam, weil jetzt hat man Petronas einen guten Partner, einen Partner, der auch finanziell gut dasteht. Petronas ist ein riesiger, milliardenschwerer Ölkonzern. Malaysia, also Südostasien, ist eigentlich eine Zone, wo Yamaha sehr gerne präsent ist. Also mit diesem Team haben sie das da gut aufgestellt. Die können sie jetzt auch nicht wie eine heiße Kartoffel fallen lassen in 2 Jahren, wenn sie sagen, okay, Rossi kommt rein. Ob Yamaha es andererseits schafft, 6 Motorräder und ein Rossi Fortnite mit 2 Jahren alten Motorrädern, wie das Avintia-Team irgendwie von Ducati gemacht hat. Deswegen sehe ich das organisatorisch aktuell etwas schwieriger als noch vor ein paar Jahren. Das ist sicher richtig, aber die Verbindung Yamaha-Rossi, in Yamaha welcher Rossi Form auch immer, wird es so bleiben. Die große, also ganze Academy ist ja auch zum Beispiel auf Yamaha so unterwegs, und genau, da gibt es auch so Austauschprogramme mit diesem Mastercamp. Genau, für den Halbbruder wird man vielleicht auch schauen, dass man den irgendwie vielleicht in die MotoGP befördert, da wäre ja Yamaha natürlich auch eine interessante Route. Die große Frage ist jetzt, wann entscheidet sich Valentino Rossi? Vermutlich nach den ersten paar Saisonrennen. In der Presseaussendung steht drinnen, nach den ersten 7 bis 8 Saisonrennen will man es bekannt geben. Also die Frage, was müsste passieren, damit Valentino Rossi weiterfährt? Ich persönlich denke, man müsste da bei Yamaha schon so ein bisschen den heiligen Gral finden, jetzt also echt in puncto Motorrad-Performance echt einen großen Sprung nach vorne machen. Natürlich, man hat jetzt einiges an Manpower auch geholt, an Know-how, an neuen Ingenieuren. Mit Jorge Lorenz natürlich einen unglaublichen Testfahrer, einen der besten, den man haben kann wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wird das jetzt noch reichen? Also jetzt hat man 3 Testtage in Sepang, 3 Testtage in Katar, dann geht die Saison los. Wie viel kann Jorge Lorenz jetzt noch bewegen für die Saison 2020? Also ich glaube relativ wenig eigentlich. Ja, also für die erste Saison jetzt immer gar nichts, aber man hat natürlich schon gesehen, bei KTM zum Beispiel, wo Pedrosa kam, dass es da in der zweiten Saisonhälfte, also erstens einmal wurde Pedrosas Feedback von allen Seiten KTM in den gelobt, dass es da in der zweiten Saisonhälfte, und wir werden es noch viel stärker bei der diesjährigen KTM sehen, dass das schon einen Impact hat. Nur, das passiert natürlich jetzt nicht innerhalb dieser 3 Testtage in Sepang und vielleicht bei einem Testmontag, den es dann noch irgendwo gibt. Also in der ersten Saisonhälfte wird sich nicht viel tun, auch weil sich natürlich Vinales und Rossi zuerst selber ihr Setup jetzt einmal in den ersten Rennen erarbeiten müssen und sich dann sicher nicht von Lorenzo reinpfuschen lassen, der selbst ja jetzt erst wieder diese Yamaha lernen muss. Ich meine, der war jetzt auch 3 Jahre von Yamaha weg und ist durch Ducati und Honda komplett andere Bikes gefahren. Auch der muss ein bisschen wieder reinkommen, aber in der zweiten Saisonhälfte sollte sich zumindest eine Aufwärtstendenz zeigen, denn sonst wird es natürlich für Yamaha ganz schwer, auch im übernächsten, also 2021, müssen wir aufpassen, mit diesen Jahreszahlen hier zu jonglieren. Ja, dann vielleicht zum Schluss, was trauen wir Yamaha zu in dieser Saison? Also als Gesamtpaket jetzt mit Maverick Viñales, mit Valentino Rossi, mit Fabio Quartararo, mit Franco Morbidelli, vielleicht geht's bergauf. Letzte Saison war gegen Saisonende ja doch schon eine Spur besser, als man begonnen hat. Also sie sind jetzt von der Breite her, sind sie meiner Meinung nach relativ gut aufgestellt, denn sie haben auf jeden Fall 3, wenn nicht vielleicht sogar unter Umständen 4 Piloten, die tatsächlich aufs Podest fahren können. Ein Vinales kann das, ein Quartararo kann das. Auch ein Rossi hat das schon noch immer drauf, auch wenn er jetzt 16 Mal in Folge nicht war, aber am Tag X kann das. War oft knapp dran auch. War oft knapp dran auch, hat einige vierte Plätze geholt. War auch 2x 2. Ja, letztes Jahr noch. Also ist ja auch nicht so lang her noch. Auch ein Morbidelli unter Umständen könnte mal an guten Tagen aufs Podest gehen und das sehe ich so in dieser Breite bei keinem anderen Hersteller, muss ich sagen. Also weder bei Ducati noch bei Honda. Mhm. KTM sowieso nicht, und Aprilia und Suzuki gibt es ja gar nicht 4 im Grid. KTM schon. Ja, KTM. aber für die Spitze wird es schwierig. Also Viñales muss nach wie vor mental
an sich arbeiten, wenn es da einfach nicht von vornherein reibungslos läuft. Da wird wahrscheinlich der Saisonstart sehr entscheidend sein, wenn er gut loslegt. Genau, dann richtig. Entscheidend sein, Quartararo, muss man sagen, wird sich auch viel im Kopf abspielen. Zweites Jahr ist das Schwierigste. Ist das zweite Jahr. Es gehen jetzt die Leute mit Erwartungen rein. Vor allem ist das jetzt natürlich auch eine Bürde, wenn er weiß, okay, ich muss mich jetzt ja gar nicht mehr empfehlen, aber ich habe diesen Druck, ich bin nächstes Jahr Yamaha Factory Rider und muss dort um den Titel kämpfen, weil das ist ja natürlich der Anspruch eines jeden Yamaha also Factory Rider. Wird jetzt schon von vielen Beobachtern als der große Marquez-Herausforderer in diesem Jahr schon gewertet, ja, im zweiten Jahr. Ist letztes Jahr war einige Male von ihm abgekocht worden, muss man ganz ehrlich sagen, und hat auch noch kein MotoGP-Rennen gewonnen. Das war ja das, was wir in der letzten Saison immer wieder so aufgegriffen haben, dass Marquez sehr viel daran liegen wird, Quartararos ersten Sieg so lange wie möglich hinauszuzögern. Bis jetzt ist es gelungen und wenn Marquez mal da hinten irgendwo im Großhirn oder Stammhirn, keine Ahnung, was da hinten ist, sitzt, dann hast du natürlich ein Problem. Aber ich denke, man hat schon letztes Mal auch gesehen, Marquez weiß schon, wer da auf ihn zukommt, was da auf ihn zukommt. Auf jeden Fall. Wenn wir uns an die Spielchen im Qualifying von Sepang erinnern, das macht Marquez nicht mit jedem, das macht er schon bewusst mit seiner Herausforderung. Da muss er schon würdig sein, um von Marc Marquez geärgert werden, so quasi. Ja, dann richten wir den Ball mal an euch. Was traut ihr mal 2020 zu? Ist Fabio Quartararo der große Marquez-Herausforderer? Vielleicht Mary Quinales? Schafft Valentino Rossi mit neuem Crew-Chief, mit deiner Umstellung vielleicht das x-te Comeback dieser Karriere? Geht es dann nochmal 2 Jahre weiter, wo auch immer, oder 1 Jahr weiter? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Wir werden uns dann demnächst wieder melden mit einer ersten Auswertung der Wintertests in Sepang, dann natürlich auch der Wintertests in Katar, und dann einen guten Monat geht es eh schon wieder los in Katar mit dem Saisonauftakt, und dann gibt es natürlich auch wieder regelmäßig Videocontent von uns. Bis dahin empfehlen wir euch natürlich motorsportmagazin.com, auch unsere App für iOS und Android, da lest ihr alle News, lest alle Ergebnisse, seht die besten Bilder und so weiter. Bis dahin also viel Spaß mit motorsportmagazin.com und unserer App, und dann melden wir uns in ein paar Tagen wieder. So ist es. Ciao.